Und außerdem nervt mich dieser Quicksave, weil ich den so oft benutze, dass man denken könnte, dass ich eine Dia-Show spiele. So, da liegt er rum. Geht's da raus? Wahrscheinlich eher nicht. Doch! Tja. Wollen wir mal Hallo sagen? Ich würde mal sagen, wir klopfen mal höflich an. Vinny Gognetti, just the man I've been killing to see. Pain? Freaking fed! I knew from day one there was something screwy about you. What do you think you're doing? You're a freaking cop. You ain't got squad on us. You can't just come in here waving your peace like it meant something. Yeah! Oh my god! Oh god, you shot me! Ah! You're dead, Payne! What the hell are you waiting for, you apes? Kill him! Kill him! With pleasure, boss. Gognetti bailed. I made like Chow Yun Fat. Uh-oh. Lauf, du Hund! Ah, Gognetti, dich kriegen wir auch noch. Na los! A crumpled letter lay on Gognetti's desk. Oh, ein Brief. The letter was addressed to Don Punchinello, but Vinny had never had the nerve to finish it. Jack's gone voodoo. Just the other night, he shot Dino because he wanted to see what his brains looked like splattered on the wall. He's a freaking mad dog. We're running out of men and business fast. Gognetti had been living in mortal fear of his boss. Jack Lupino was a psycho. So, heimlich mal was getrunken, weiter geht's. Und da haben wir nix, da gibt's auch nix. Da gibt's auch nix. Da fiel doch gerade wieder so eine Schneeflocke rein und ich denke immer, da kommt jemand. Da, schon wieder eine. So, wir sind also gerade dem ersten Boss auf dem Fersen, wie es aussieht. Scheiße, und da müssen wir jetzt runter. Ich hau mir mal... Ist das Painkiller? Nee. Vinny Gognetti was running scared. He could run, but with a bullet in his stomach like a broken bottle of Tabasco, he was quickly running out of time. No. He knew where his boss was, and I wanted to square things up with Jack Lupino. Gognetti would be moving fast. I don't know about angels, but it's fear that gives men wings. So, wir können uns ja Zeit lassen. Der Typ ist verwundet, das heißt, wir können ja gemütlich noch zwischendurch ein bisschen ausräumen. Immer auf der Hoffnung nach mehr Painkillern. Scheiße, was für ein Rattenloch. Ekelhaft. Überliegen Leichen rum, jetzt zahle ich doch keine Miete. Ach, das waren wir ja vorhin. Ha! Aber wo ist er hin? Wo ist er lang? Da! Lauf! Bam! Ach komm, das willst du doch keinem erzählen. Gognetti hitched a ride. To catch him, I'd have to follow his lead. ist ja eine super Idee. Ich werde jetzt sowas von sterben, das könnt ihr mal wissen. Oh, Kapitel 7. Polizeibrutalität. Yeah. This was my second train ride of the night. The way it started didn't promise anything better than the last one. Freezing wind tearing at my face like sandpaper and razors. Ice hard and slick under my hands and feet. And somewhere in the background, the wail of sirens. The city howling after me. New York sped by and fast forward. Dark rooftop water towers and a dead forest of antennas and chimneys, all a blur. When the train he was riding slowed down, Gognetti made his move.
Genau. Angeschossen, aber fit wie eine prima Ballerina im Zirkuszelt. So, Maxchen, zeig mir, was du kannst. Typ ist ja voll der Special Agent. Der kann ja irgendwie alles, wie es aussieht. Und weiß jetzt überhaupt nicht, wo es lang geht. Wahrscheinlich da. Ach! Also jetzt mal ganz ehrlich. Nee, ich lade jetzt nochmal. Kann ich überhaupt laden? Vom Dach aus? Ja, doch, ne? Da. Jetzt mal ganz ehrlich, wir sind jetzt mit dem Zug hier irgendwo hingefahren, folgen gerade dem Herrn Gognitti, um den irgendwie aus den Pantinen zu pusten, und was passiert? Zufällig sind seine Männer auch schon da. Huch, ich versag... Das gibt's doch gar nicht, was ist denn hier los? Da war gerade ein Fehler im Spiel, ich habe verloren. Ach, der ist ja schon tot. Na gut. Ja, was ich sagen wollte, also der Typ kommt hier mit dem Zug unvorbereitet einfach hergefahren und plötzlich sind seine Männer auch schon da und haben die ganze Szene schon voll unter Kontrolle und abgesichert. Das ist ja ein bisschen merkwürdig, findet ihr nicht? Ich wollte mal gucken, ob da unten vielleicht irgendwelche Special Items liegen. Kommen wir denn da rüber? Und auch hier wieder sieht man ganz eindeutig... Ich wollte gerade mal gucken, ob ich zoomen kann mit irgendeiner Taste, aber offenbar nicht so. Naja, dann mal los. Alter! Mann, wie ätzend. Jetzt tanzt der da die ganze Zeit wie so eine Puppe rum. Wir haben keine Painkiller mehr. Boah, das ist ein bisschen ärgerlich hier. Und da hinten lief er gerade. Ich laufe jetzt einfach mal so hinterher. Mal gucken, was passiert. Der flüchtet gleich mit dem Heli, wie es aussieht. Ich denke ja nicht dran. Kommt nicht holen, ihr Schweine! Scheiße, keine Painkiller mehr. Und wer weiß, wie viele Leute der hier noch versteckt hat, der Typ. Bastardelender. It's Pain! He's coming down the stairs! Shoot the bastard! Okay, boss. Ich sehe Painkiller! Ja, hallo, darf ich jetzt auch mal? So, war's das? Das waren noch nicht alle, das war doch nur einer gerade. Ja, auf jeden Fall, Ach, blöd, ich ärgere mich hier, dass der seine Leute einfach mal quer in der Stadt postiert hat. Das ist doch total unrealistisch. Na, Herr Stromberg, auch da gewesen. Nur nochmal speichern. Ich will unbedingt die Painkiller. Ich will die Painkiller. Ich brauche die Painkiller. Ich bin süchtig nach Painkillern. Kommen wir da raus? Wahrscheinlich nicht. Natürlich nicht. So. Komm zu Papa! So, und schon wieder sind wir out of Painkiller. Na super. Hey.
Und der hat seine Leute echt überall. Naja. Hauptsache tot. Boah, ist doch noch einer. So, kann ich von dem anderen die Knarre noch holen? Da liegt auch eine Knarre. Kommen wir da hin? Von hier offensichtlich nicht. Gut. Naja, dann gehen wir da mal rein. Mal gucken, wo wir hinkommen. Irgendwo wird es schon weitergehen. Hier haben wir... Können wir sowieso nichts nehmen. Ich hätte nur gerne mal wieder ein paar... Erwähnte ich schon, dass ich gerne Painkiller hätte? Ich glaube nicht, oder? Boah, dieser Bastard. Der Typ ist angeschossen. Quer durch den Bauch. Die Gedärme hängen ihm halb über die Hose. Und was macht der? Der läuft uns irgendwie davon wie so ein Hase. Und fliegt und jumpt hier durch den Level. Das ist doch unglaublich. Und hat zufällig auch seine ganzen Leute da. Ja, komm ran hier, Kollege. Sieht hier auf jeden Fall nicht sehr vertrauenserweckend aus. So, Granaten. Hier gibt's ja nichts. Nee, ja nichts. Sind das Painkiller? Kommen wir da unten hin? Ach, verdammt. Ach, hör auf. Ja, Painkiller, eine Packung. Ah, es wird langsam unangenehm. Ich habe das Spiel auch gar nicht so schwer in Erinnerung. Ich habe das irgendwie, ich kann mich erinnern, als es damals rauskam. Weiß ich gar nicht, ob ich es da schon gezockt habe. Aber zumindest schien es wesentlich einfacher zu sein. Wer schießt denn da schon wieder die ganze Zeit? Vor allen Dingen von wo? Mann, da kriege ich ja die Mücken. Ach, von da oben. Ja, gut. Aber da runter kommen wir auch. Wo geht's denn jetzt hier weiter? Von da kommen wir. Nach oben geht es offensichtlich nicht. Können wir über den Wagen springen? Geht wahrscheinlich auch eher weniger. Ach, was? Du willst mich wohl verarschen. Das ist doch... Du kleines Verarscherspiel. Mann, 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 Mann. So, das war er. Und jetzt müssen wir irgendwie nach oben kommen. Aber offensichtlich nicht hier. Ach. Tolle Wurst. Ja, scheint auf jeden Fall super zu klappen. Ist er tot? Sieht so aus.